Zum letzten Mal öffneten sich die Pforten des Südstadions in dieser Saison. Ligafinale gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Und wie es so üblich ist, werden an diesem Tag die scheidenden Spieler verabschiedet. 8 an der Zahl bei der Fortuna, unter anderem er hier, Alexander Ende, spielte insgesamt 4 Jahre in der Südstadt. Rein sportlich war diese letzte Partie im Vorfeld von wenig Brisanz geprägt. Im Titelkampf war alles entschieden und die Gladbacher standen nach einer bärenstarken Rückrunde im gesicherten Mittelfeld. Demnach erhofften sich die rund 1000 Zuschauer im Südstadion ein attraktives Spiel mit 2 Teams, die befreit aufspielen. Erste Kostprobe von dem, was man so erwartete, zeigte die Fortuna. Kessel für Chiaika Pagano, eine super Kombination der 3 Offensivspieler, der Italiener dann mit Pech im Abschluss. Im Hinblick auf das Pokalfinale am Mittwoch war klar, dass sich keiner bei der Fortuna verletzen sollte. Der Schreckensmoment kam in Minute 16. Chiaika musste runter, erste Diagnose, Kapselbandverletzung, Pokaleinsatz fraglich. Es kam Maurice Kühn, am Spielverlauf änderte sich nichts. Die Fortuna spielfreudig, Flottmann steckt durch für Pagano. Die Zielstrebigkeit, sie war da, das Glück im Abschluss, aber es fehlte noch. Knappe halbe Stunde vorbei, von Gladbach kam bis dato nichts in Sachen Torgefahr. Dann Bastürk und das 1:0 für die Gäste. Bitter für Nicolas Clever im Tor der Fortuna. Er mit seinem Regionalliga-Debüt beim ersten Versuch glänzend, beim zweiten ohne Chance. Der Gegentreffer wie aus dem sprichwörtlichen Nichts. Es spielte eigentlich nur die Fortuna. Yilmaz Pagano und jetzt ist er drin. Ozan Yilmaz mit der Antwort, nur 2 Minuten später der Ausgleich, hoch verdient. Yilmaz extrem spielfreudig an diesem Tag, aber wir müssen sprechen über das Abwehrverhalten der Gladbacher. 7 Graue gegen 3 Weiße und trotzdem fällt das Tor, das Defensivverhalten der U23 ausbaufähig. Mit diesem Treffer wurde es ein offenes Fußballspiel. Es begannen vor allem die wilden 10 Minuten im Südstadion. Fink kommt zu spät gegen Sven Michel und der Torjäger der Gladbacher lässt sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. 19. Saisontor der Elfer, super geschossen. Clever hat die Ecke, ist aber ohne Chance und es kam noch dicker. Für die Fortuna, Zimmermann hängt das Leder in den Giebel. 1:3 aus Sicht der Kölner, die Gladbacher gnadenlos effektiv. Halbzeit 2 und die Fortuna mit dem Willen und dem Druck, den Rückstand aufzuholen. Die erste Aktion mit Sivas und Yilmaz, Außennetz, Kompala war noch dran. Die anschließende Ecke brachte keine Gefahr. 3 Gegentore in einem Spiel, die hat die Fortuna in dieser Saison nur im Pokal kassiert. Gegen den FC Hellef, das Team von Uwe Koschinat, lief an, unermüdlich. Er spielte sich dicke Chancen. Silvio Pagano, er war aktiv, hatte viele Ballkontakte, es fehlte der letzte Punch zum Torerfolg. 70. Michael Lejean eingewechselt, versuchte es direkt einmal aus der Distanz, es fehlten wenige Zentimeter. Von den Gladbachern kam auch in Halbzeit 2 sehr, sehr wenig. Dann der öffnende Ball, Michel gegen Clever, der sich auszeichnen darf. 80 Minuten durch und es kam so allmählich die Gewissheit auf bei der Fortuna, dass es nichts wird mit einem Heimsieg im letzten Ligaspiel. Letzte Chance, Montabell. Die Effektivität der U23 entscheidet im Endeffekt diese Partie. Die Fortuna bleibt bei 79 Punkten und darf sich schmücken mit dem Titel bester Vize aller Zeiten. Das Highlight wartet am Mittwoch. Da heißt es Finale im Sportpark Nord in Bonn. Was dann noch fehlt, ist die Krönung einer herausragenden Saison.